Servus Leute, ich bin's wieder, Primary Scopes, und herzlich willkommen zu einem weiteren Commentary von mir. Im Hintergrund seht ihr Call of Duty Ghosts, ein Wahnsinns-Gameplay mit der ST 2010 erspielt. Er spielt das Ganze auch von mir. 1,5 Stunden lang habe ich gebraucht, um so ein geiles Gameplay zu erspielen. Es ist ein 22:8. Ja, 1,5 Stunden lang, Leute. Es ist traurig. Traurig, ja. Anders kann man es nicht definieren. Einfach nur traurig, wie schlecht ich in dem Spiel bin. Ich meine, das liegt jetzt nicht alles im Spiel, dass ich jetzt scheiße finde. Ich bin halt auch relativ schlecht in dem Spiel, aber das Spiel ist auch scheiße. So, gut. Thema. Achso, nee, ich bin noch gar nicht fertig mit dem Gameplay. Also, 22:8, SC 2010. So sieht's aus. Punkte Serien sind, was ist denn das? IMS, Geschütz und Griffin. Map Overlord? Overlord müsste es sein, oder? Die heißt bestimmt Overlord. Und Spielmodus aufgeputscht, wie ihr bestimmt schon bemerkt habt. Da links war, glaube ich, auch gerade meine Perks eingeblendet. Lagebericht, Konzentration, Hardline habe ich auch noch gesehen. Und der Rest, das andere weiß ich nicht mehr. Müsst ihr rausfinden. Und zudem bin ich noch leicht erkältet. Das heißt, ich darf nicht so viel und schnell reden, weil sonst komme ich nicht mehr mit. Ich kann schon gar nicht mehr schnell reden. Also von dem her. Machen wir langsam. So. Ich möchte dieses Video eigentlich nur nutzen als kleine Entschädigung dafür, dass es wird kein Silvester-Special geben, weil ich so erkältet bin. Das Special würde ungefähr 40 Minuten lang gehen, weil wir werden da jedes Partyspiel ein- bis zweimal spielen in Black Ops 2 live, aber es gibt eben keins, weil ich erkältet bin. Das ist echt ein bisschen blöd, ne? Aber ich rede, glaube ich, auch gerade voll durch die Nase, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird es nichts und deswegen möchte ich dieses Video nutzen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht das komplette Gameplay labern, sondern Musik hinten dran schneiden. möchte ich dieses Video nutzen, um euch ein schönes neues Jahr, einen schönen Jahresabschluss zu wünschen. Dass ihr auch gut ins neue Jahr kommt, ja. Trinkt am besten nicht ganz so viel Alkohol. Ich verstehe es sowieso manchmal nicht, warum man an Neujahr, also an Neujahr, an Silvester am 31. so viel trinkt. Ja, da trinken ja richtig viele Leute richtig gerne viel Alkohol, ne? So richtig nochmal einen wegsaufen, als ob sie das alte Jahr abschließen wollen und für immer vergessen, als ob das Jahr so richtig behindert war und am besten ja, Koma saufen und so, und dann fängt das nächste Jahr nicht genauso beschissen an, Leute. Ich habe da echt kein Verständnis für. Ihr könnt Alkohol trinken, wenn ihr wollt, aber doch nicht so viel an Silvester. Das ist doch scheiße, wenn das neue Jahr gleich so beginnt. Aber es ist alles euch überlassen. Ich möchte euch da auch gar nicht davon abhalten. Ich sag euch mal kurz, was ich mir so für Vorsätze gemacht habe, weil ich war ja letztes Jahr in der Schule, die alten Abonnenten, so die auf dem alten Channel werden es mitbekommen haben, nicht so der Musterschüler, ne? Hier nicht so der Beste, bin ich immer noch nicht, werde ich nie sein. Aber 3,4er Schnitt ist dann schon ein bisschen hässlich, ja, wegen 0,1, wirklich wegen 0,1 habe ich Realschule Abschluss geschafft und das ist echt ein bisschen dämmerlich. Und deswegen möchte ich im Berufskolleg erstes Schuljahr mindestens einen 2,5er Schnitt haben. Momentan könnte das klappen zum Halbjahr, was nicht so schlecht wäre, weil mit dem werde ich mich für eine Ausbildung bewerben. Es sei denn, ich will Berufskolleg 2, also das zweite Schuljahr machen, dann habe ich mich Fachhochschulreife, was ich wahrscheinlich auch machen werde. Dann wird es da das Halbjahreszeugnis sein, aber ist egal. Auf jeden Fall will ich einen 2,5er Schnitt haben, ansonsten will ich ein bisschen mehr Sport machen, ja, vielleicht trainiere ich so ein bisschen Ärmchen und so, weil es gibt verdammt viele Leute auch auf der neuen Schule. In meiner Klasse sagt jeder, ich muss trainieren gehen, du bist so ein Bär, du musst trainieren gehen. Ja, ich bin ja schon ein bisschen breiter, also ist von der Schulterbreite, ich bin zwar auch ein bisschen dick, ein bisschen mehr wie regulär, würde ich sagen, also nicht ein bisschen mehr wie regulär dick, ne, also dann wäre ich mal so mega dick, also ein bisschen mehr wie die regulären Leute, so kann man das definieren. Bin halt ein bisschen breit gebaut und wenn ich trainieren würde, dann wäre ich wahrscheinlich echt so ein Hammer-Typ, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich so hammerhart durchziehen kann oder werde, aber ein bisschen Sport kann man natürlich machen, ne? So, das wär's von mir. Highlights im Jahr 2013, weiß ich nur zwei, das wäre einmal auf jeden Fall YouTube und natürlich Abschluss, Realschule, auch wenn ich da jetzt gar nicht so gefeiert habe, wenn ich ehrlich bin, ich bin da nicht irgendwie später auf die Schülerfeier gegangen, ganz ehrlich. Weil ich halt echt kein Fan von Partys bin, wo dann jeder besoffen ist. Muss ich mal ganz ehrlich zugeben, ne? Ich kann das, jetzt habe ich 20.000 Mal ehrlich in 5 Sekunden gesagt. Ja. Ich bin ja nicht so der Fan von Partys und so. Bin da eher so der gechillte Typ. Aber war trotzdem Highlight für mich in dem Jahr und andere, ich wurde 16 Jahre. Oh, 16, ich darf Bier kaufen, was mir aber nichts bringt, weil ich kein Alkohol trinke. So, toll. Joa, dann kanaltechnisch gibt es noch eine kleine Veränderung,
Weil, falls eventuell das Community-Projekt startet, kommt donnerstags, bis das Community-Projekt startet, Minecraft und samstags auch noch. Und ansonsten verändert sich nichts, außer, falls das Community-Projekt nicht startet, kommt donnerstags immer Minecraft, bis Minecraft PvP die Serie vorbei ist. Und irgendwann vielleicht eine zweite Staffel startet oder so. Mal gucken. Und das wär's dann eigentlich. Ich bin raus, ich werde jetzt wahrscheinlich nichts mehr hinten dran hängen müssen, weil. Ende. Und dann sage ich nochmal, ich wünsche euch einen wunderbaren neues Jahranfang, ein wunderbare Abschiedsfeier von dem Jahr 2013 in Anführungszeichen und ja, haut rein, schreibt mal ein bisschen was in die Kommentare, was ihr auf so für Vorsätze habt und tschüss.